Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute kam der Briefträger vorbei und hat uns die neue Vodafone Kabelbox vorbeigebracht. Diese werden wir mal zusammen auspacken und mal schauen, was dieses Paket alles beinhaltet. Aufgrund des ganzen Datenvolumens von Instagram, Facebook und YouTube hat es die alte Leitung quasi nicht mehr geschafft, alle Datenmengen ordentlich zu verarbeiten. Es hat halt vieles gestockt, vieles ging halt langsam und. Und deswegen habe ich mich mal im Kabel Deutschland Vodafone Shop quasi beraten lassen. Und die haben dann nachher die Verfügbarkeit überprüft und festgestellt, dass wir hier im Haus Hunderttausender Leitungen anliegen haben. Was das Ganze natürlich dann nachher noch einmal vereinfacht und viel mehr beschleunigt, das Ganze hochladen und abspielen und das ganze Prozedere dann halt quasi halt viel schneller macht. Jo, ich bin dann noch erstmal gespannt, ob das alles auch so hinhaut, was einem so quasi versprochen wird in den Medien. Es lief ja gerade so eine Aktion, dass jetzt der Router und inklusive Hunderttausender Leitungen für monatlich, ich sag mal, puh, was bezahlen wir im Monat oder ich im Monat? 29 Euro, glaube. Und es erfolgt danach quasi nur ein Tausch, dass danach das alte Gerät oder der alte Router zurückgeht und dann quasi nur hier gegen den neueren getauscht wird. Jo, ich bin mal gespannt, was uns danach hier erwartet und ob das Gerät danach zur vollen Zufriedenheit danach auch läuft. Werde ich euch danach mal noch in einem anderen Video berichten. Hier geht es jetzt quasi erstmal nur ums Auspacken und um nachzuschauen, was uns danach alles hier in dem Paket erwartet. Ich will hoffen, dass die Installation auch ziemlich einfach ist von dem Gerät. Kurzes Anschreiben. Bla bla bla. Retourenschein, falls was nicht hinhaut. Können wir ja gleich beiseite legen. Ich will hoffen, dass alles funktioniert. So, und dann erwartet uns diese tolle Kiste in der anderen Kiste. Also ist das dann quasi wieder ein Versteckspiel. Kiste auspacken, Kiste verpacken, Kiste umpacken. Die Kiste ein bisschen weg. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben hier. So, Lieferumfang Router, Adapter, Netzteil, Adapter für Endmontage, LAN-Kabel. The future is exciting. Ready? Bist du bereit? Oh, schon lange. So, hier oben steht dann noch Vodafone Made in China. Na toll. Woher auch sonst? Mal hier noch öffnen. Also sehe ich gerade die einzigste Lasche, die hier aufgeht, quasi. Jo.
So, was erwartet uns hier? Die neue Kabelbox. Da muss ich gleich mal rausholen. Das Gerät danach näher betrachten. Schlüssel, Netzwerkschlüssel. Legen wir gleich mal beiseite. Ich denke mal, das wird nicht das Wichtigste sein. Ohne dem wird das Gerät dann noch gar nicht laufen. So, da haben wir jetzt hier die Box. Schaut ja richtig nobel aus. Gut, ist relativ leicht, sage ich mal. Nicht sehr schwer. Das sind die Wandhalter. Und hinten befinden sich dann quasi die ganzen Anschlüsse. Vorne danach noch etliche Punkte. Power, Wi-Fi, WPS, Internet und Phone. Natürlich steht auch danach das Passwort drauf. Das kann ich danach gleich mal abdecken. Die Seriennummer und. Gut. Das lasse ich danach erstmal weg. Dann ist dabei Anleitung zur Wandmontage. Hinweise zur Produktsicherheit. Nutzungshinweise. Braucht man bestimmt auch nicht. Mal schauen. Die alte Box wird danach wieder gleich zurück versandt an dieser neuen Box. Also das ist dann quasi nur wie ein Austausch ist. Hülsen sind drin. Internetkabel. Das wird wahrscheinlich die Steckdose sein. Die Netz, genau. Der Netzstecker. Hier ist der Netzstecker dazu. Also es ist dann quasi nur so ein Adapter, den man dann da reinsteckt, Netzstecker. Und das dann halt mit dem Gerät dann quasi verbindet. Und noch so eine Multifunktionsdose, wo man danach das Telefon quasi miteinander verbindet. Und schon ist die Dose leer. Was ist dann gewesen? Hier haben wir noch mal alle Teile. Was versteckst du hier? Okay. Die Box, oder? Früher war das immer so eine Fritzbox oder so ein Router, hat man immer gehabt. Und jetzt ist es hier so eine Kabelbox. Verbindungskabel. Hülsen. Irgendwelche Steckverbindungen. Hinweise zur Produktsicherheit. Und Anleitung zur Wandmontage. Ich meine, gut. Ich werde das Teil leblos unten einstellen.
Vielleicht steht ja dann auch noch irgendwas da, wie man das dann auch in Betrieb nimmt oder ob das dann auch selbsterklärend ist. Ob sich das dann auch selber hochfährt oder hochlädt, das Gerät. Muss ich mal schauen. Oder ob man dann dazu noch irgendeinen Mechaniker braucht. Glaube ich aber nicht. Hier steht aber auch nichts da, wie man das Gerät handhaben muss. Aber vielleicht einfach bloß einstecken und dann fährt das Gerät automatisch hoch. Mal schauen. Gut, liebe Freunde, das soll es jetzt erst einmal gewesen sein. Kurzes Unboxing zu dieser nagelneuen Kabel Deutschland Vodafone Kabelbox. Ich will hoffen, dass sie ihren Dienst gut verrichtet. Und dass auch wirklich, ich sag mal, die 100.000, die sie uns versprochen haben, die hier bei mir im Haus anliegen, auch wahrhaftig vorhanden sind. Und dass das Hochladen von den Videos jetzt so oder auch die Nutzung von Instagram, YouTube und Facebook und den ganzen Kladderadatsch jetzt so ordentlicher funktioniert und schneller vor allen Dingen alles klappt. Jo, da bin ich halt mal gespannt. So, liebe Freunde, das sollte jetzt auch erstmal gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, lasst ein Like da. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, um nichts weiter zu verpassen. So seid ihr immer auf dem Laufenden und erfahrt alle Neuigkeiten rings um das Thema Motorrad und Auto. So. Dann verabschiede ich mich mal für heute. Macht's gut, liebe Freunde. Bis zu einem weiteren Video. Dann macht's gut. Tschüss.